Die Arme, die Beine und das Schwänzchen für das Känguru-Baby werden gleich gehäkelt. Dafür schlage ich einen Fadenring an aus 6 festen Maschen. Ich ziehe den Fadenring zusammen und häkel die zweite Reihe nur feste Maschen. Die dritte Reihe besteht auch aus festen Maschen. Nun kann ich schon die Arbeit umstülpen, dann erkennt man schon, was es werden soll. So, ich beende die Arbeit mit einer Kettmasche und ziehe den Faden raus. Und davon häkle ich jetzt noch 4. 2 Arme, 2 Beine und ein Schwänzchen.